starten natürlich mit einer Body Composition, das war das erste, was wir gemacht haben, mit einer 70 Kilogramm auf 1,2 das Tochs Körpergröße bis mit 21 BMI unterwegs, voll im Normalbereich, der inneren Körperfettanteil mit 9,7%, voll im exzellenten Bereich, keine überschüssige Fettmasse, Fettreserve von 2,7 Kilogramm, gibt nichts, was jetzt irgendwie zu ökonomisieren wäre oder zu verbessern wäre, das passt so, bis du unterwegs bist. Okay. Was entscheidend ist für dich als Triathlet? Wir wollen ja schauen, dass du mit deinen Energieträgern oder mit deinen Energiespeichern, mit denen du an den Start kommst und das, was du während der Wettkampfdistanz auch an Energie aufnimmst, möglichst ökonomisch über die komplette Distanz drüber kommst, ohne dass du vorher weder beim Radfahren noch beim Laufen einen Einbruch erleidest. Ziel ist es dahingehend, die Kohlenhydrate möglichst schon in das Energieträger heranzunutzen. Klar macht Sinn, die ebenfalls zu nutzen, um vorwiegend den Fettstoffwechsel zu trainieren, damit der bestmöglich läuft, damit du möglichst viel Energie aus den Fetten schaffst. Urpotenzial, und das ist jetzt auch die zeitliche Distanz, die wir jetzt noch haben zum Wettkampf hin, da hat er ausreichend Zeit, jetzt in einer entsprechenden Grundlagenphase in das Jahr 2021 hinein, mit Fokus Fettstoffwechseltraining, Grundlagenausdauer, da eine super Basis zu bekommen, wenn du jetzt in Bodersdorf dann Ende August, Anfang September, Anfang September, da den Wettkampf hast, da hast du genug Zeit, dementsprechend eine gescheite Grundlagenphase vorzuschicken und dann in das wettkampfspezifische Triathlon-Training hineinzugehen und dann die Wettkampfintensität zu ökonomisieren. Und da unterscheiden wir uns schon deutlich von vielen anderen, die dann viel öfter oder viel mehr in diesen, wir nennen es Black Hole of Trainings Intensity, in diesem aerob-anaerob Übergangsbereich viel zu viel Zeit verbringen, weil da geht halt auch recht viel weiter in diesem Schwellenbereich drinnen, aber halt nur Zeit. Ja. Dann irgendwann einmal ist der Trainingsreiz zu monoton und dann geht halt nichts mehr weiter. Und wenn man dann drauf bleibt, dann sehen wir, und das sehen wir sehr, sehr oft, Leute, die im Immunsystem abstürzen, Leute, die sich beim Laufen mechanisch einfach überlasten, Bewegungsadrat, Achillessehne, Hüftknochen. Fettstoffwechsel ist einfach da noch zu schwach. Das ist das, genau, an dem ich noch arbeite. Genau, das eine ist der Fettstoffwechsel. Also da ist das hingehend, wo wir schauen müssen, dass du da weiter runterkommst, damit du auf einer submaximalen Belastung von 220, 240 Watt das Lock über lange Distanz durchstrampeln kannst. Damit du dann auch mit guter, schon die Energiespeicher in den Marathon hineingehen kannst. Langfristig macht es durchaus auch Sinn, mit die maximale Leistungsfähigkeit zu steigern, und das kriegt man da sehr gut zusammen, auch mit Krafttraining. Dass du mehr Druck auf das Pedal bringst, eben da diese 390 Watt, die dann limitieren einfach vom Widerstand, da ist die Streckerschläge, Gesäßmuskulatur, Oberschenkel, Vorderseite mit Kniebeugen, Squats, mit Langhantel, eine super Trainingsmethode, wo man dann die maximale Leistungsfähigkeit sehr, sehr steigern kann. Nicht nur die maximale Leistungsfähigkeit profitierst davon, sondern auch auf submaximaler Intensität, wenn du verhältnismäßig mehr Druck auf das Pedal bringst, maximal wirst du natürlich submaximal auch leichter, da damit den Widerstand ökonomisch auszuhalten und dann kannst du das in die Höhe bringen. Das heißt, Krafttraining ist ein wesentlicher Bestandteil auch im Triathlon, Langdistanztraining oder generell im Triathlon-Training. Je mehr Informationen ich über diese Schwellenbestimmung habe, desto besser ist es. Ich habe die Herzevents, ich habe das Laktat, wenn ich eine reine Laktatdiagnostik mache. Da habe ich einen Stoffwechselparameter und den Parameter des Herz-Kreislauf-Systems, die Herzevents, und kann das mit einer normalen Laktatdiagnostik dazu machen. Laktatdiagnostik ist sehr in Verruf geraten oder ist in Verruf, weil die Laktatwerte nicht immer gut reproduzierbar sind. Das liegt aber daran, dass das Testprozedere oder die Testvorbereitung nicht beachtet wird bei vielen Instituten oder bei vielen Athleten. Wenn deine Glukosespeicher leer sind, dann kannst du kein Laktat akkumulieren oder kein Laktat zusammenbringen. Wenn du heute zum Beispiel mit leeren Kohlenhydratspeichern unterwegs warst, das nächste Mal bist du mit vollen Kohlenhydratspeichern unterwegs und du hast aber super und richtig trainierst und du fühlst dich gut und du bringst eine bessere Wettkampfperformance, bringst aber trotzdem eine schlechtere Laktatkurve, weil heute dein Laktat nicht ansteigen wird können,
wegen den leeren Glukose speichern. Deshalb ist es notwendig, da dann entsprechend gut vorbereitet in den Test zu gehen, Ruhetage vorher, keine Wettkämpfe unmittelbar vorher und dann entsprechend am kohlenhydratgeladenen Vorabend bzw. Tag, damit die Energiespeicher voll sind, damit man die Laktatdiagnostik gut reproduzieren kann. Wenn man das einhält bei einer Laktatdiagnostik, ist eine Laktatdiagnostik sehr, sehr aussagekräftig und man das neben dem Laktat auch den Blutzucker mitmisst und auch diesen Parameter im Auge hat, kann der Athlet nicht mobilisieren, dann passt was nicht, dann muss er das dementsprechend in der Laktat-Leistungskurve-Interpretation berücksichtigen. Wenn ich dann noch Spiroergometrie dazu mache, habe ich natürlich zusätzlich noch 7 Werte, die ich in der Schwellenbestimmung mit hineinnehmen kann, wie die Atemzugsvolumen, die Frequenz. Im Sauerstoffaufnahme, ich habe die CO2-Kohlendioxidabgabe, ich habe den Sauerstoffpartialdruck, der man errechnen wird, all diese Sachen, Kohlenhydrate und Fette haben als Energieträger, die man anschauen kann, die mit der indirekten Kalorimetrie ermittelt werden. Und da werden noch weitere 7 Parameter zum Laktat dazu, um diese Schwelle zu bestimmen. Und dahingehend, je mehr Messwerte ich habe, wie ich eben gesagt habe, die Schwelle, das ist kein direkter Punkt, das ist ein fließender Übergang in unserem Körper und zu sagen, bei 230 Watt, tack, da ist meine Schwelle, wie beim Hybridauto, vorher das, nachher das, das passiert in unserem Körper nicht. Das ist ein übergehender Bereich und je mehr Messwerte ich habe und je mehr Punkte mich auf einen Bereich hin fokussiert, da habe ich dann eben meine Schwelle, die ziehe ich dann dementsprechend lichterförmig zusammen. Du hast unten auf der X-Achse jetzt nicht die Wattleistung, sondern die kmh bis 20 kmh, 150 Sekunden laufen, also fast fertig laufen, 30 Sekunden haben wir gefällt. Blaue Kurve ist wieder die Herzfrequenz, rote Kurve die Laktatkurve. Und du bist bei 6, 8 und 10 kmh von Laktatwert unverändert stabil unter 1 Millimol geblieben. Also da läuft der aerobe Stoffwechsel deutlich besser und da ist ja eine dementsprechende Basis da, was beim Radlfahren nicht der Fall ist. Mhm. Dann steigst du ab 10 km/h an, steigst bei 14 km/h über die 2 Millimol drüber, 4 Millimol bist bei 16,5 km/h, individuelle anaerobe Schwelle bei 15,5 km/h. Ja, schaut deutlich besser aus von der, vom Stoffwechsel als wie beim Radlfahren. Der fährt an der Ökonomie beim Radfahren und dementsprechend müssen wir auch viele Radkilometer machen, dass du da ökonomisch ruhig trittst, sowohl unten als auch oben, dass du das dann gut ökonomisch umsetzen kannst. Normalerweise sagt man, in der Literatur findet man es auch, dass beim Radfahren die Herzfrequenzbereiche um 10 bis 15 Schläge niedriger anzusetzen sind als wie beim Laufen. Aber bei dir ist es so, dass zwischen Radfahren und Laufen, das sind nur 6 Schläge. Also das liegt einfach daran, dass beim Radfahren da dann noch nicht so gut ökonomisiert bist und Herzfrequenz da höher ansetzen kann, wird sich dann auch vom Herz-Kreislauf-System dementsprechend beruhigen und höchstwahrscheinlich dann, wenn du einen entsprechenden Kilometer gesammelt hast, auch da, da eher deutlicher absinken. Deshalb ist es gerade für Langdistanz-Triathleten total entscheidend, beides zu machen, weil du sowohl beim Radfahren als auch beim Laufen hohe Trainingsumfänge realisierst. Und da macht es immer Sinn, beide zu testen, weil von einer Sportart auf die andere runter oder rauf zu rechnen ist die halbe Mitte. Und wenn du jetzt sag einmal, mit 10 oder 15 Schlägen in die eine oder andere Richtung gerechnet hättest, wir hätten auch einen Test gehabt, wärst du entweder zu hoch oder zu niedrig unterwegs gewesen, je nachdem, auf was für eine Basis wir das berechnet hätten. Dritte Einheit, AK2-Einheit über 1 Stunde bis 80 Minuten, je nachdem was du magst. Und die sollte vorher mit einer kurzen Warm-up-Phase im Grad-1-Bereich gestartet werden. Diese Warm-up-Phase hat jetzt nichts Verletzungspräventives zu tun, sondern da geht es darum, dass man da dann noch einmal gut den aeroben Stoffwechsel und den Fettstoffwechsel sogar ansprechen, damit man dann eine Transferwirkung in den GAT-2-Bereich haben, weil der GAT-2-Bereich ist zwar noch aerober Stoffwechsel, aber schon vorwiegend Kohlenhydrate, dass aber die Fette schon gut laufen, dass der Fettstoffwechsel da kurz einmal angesprochen wird, dass wir dann in den GAT-2-Bereich hineingehen, weil der jetzige GAT-2-Bereich soll der zukünftige GAT-1-Bereich sein. Auch lauftechnisch, das schaut bis zu 16 km/h wirklich sauber aus und dann, wenn es müde ist, wird es schwerfällig und der Schritt wird länger, statt dass die Frequenz erhöht. Also da ist auch so ein Training,
wo du dann die Frequenz einigest, Zeitintervalle und wenn du müde wirst, immer Frequenz achten. Frequenz, Frequenz, Frequenz. Das auch über die Arme, dann kannst du gut Takt und Pace geben, auch wenn du beim Wettkampf müde bist, dass du dann auf einer höheren Frequenz unterwegs bist. Wenn du dann in einem langen Schritt hineinfährst, hast du einfach eine total hohe muskuläre Kraft. Im Krafttraining und Koordinationstraining instabile Untergründe nutzen, Aerostep, Slackline, immer wieder mal nutzen, MFD-Platten. Ende April plus minus, ebenso in der Halbzeit, das ist so in 4 Monaten hin, beziehungsweise 4 Monate dann noch auch zum Wettkampf, ja. Da werden wir dann umschalten in die spezifische Vorbereitung. Da würde ich empfehlen, dass wir noch einmal einen Test machen. Idealerweise, wie gesagt, am Radl weiter wird es wirklich viel dran.